Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Dragons Café. Offensichtlich starten wir auch später, wenn wir, obwohl, nee, wir hatten, glaube ich, das eine nee, warte mal, hä? Wir haben schon 7.30 Uhr, aber ich habe gar nichts gemacht, also wir sind direkt aufgestanden. Ich denke mal, wenn wir dann deutlich später auch erst das Spiel speichern oder so, dann, also es gibt immer so eine kleine, also Speicherzeit quasi, die das Spiel dann als Schlafen einbaut oder so. Behaupte jetzt einfach mal, 2,5 Stunden oder so müssen es sein. Es pisst, ist schon mal gut. Ich kann Code benutzen, aber bringt uns nichts, weil da nichts zu holen ist aktuell. Ja, ich weiß nicht, was ich dann jetzt mitnehmen soll, weil im Prinzipiell, um da hinten hinzugehen, weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock drauf habe, um ehrlich zu sein. Weil wir kommen da ja eh nicht ganz hinten hin. Das können wir dann halt in der Nacht machen, nachdem... Wir können aber hier die ganzen, das ganze Zeug wegsnacken. Ich wollte nochmal vielleicht hier rechts nachgucken. Da möchte ich mal ganz sicher gehen, dass wir da definitiv jetzt gar nichts mehr zu tun haben in nächster Zeit. Also ich kann halt hier noch was wegmachen. Okay, ich habe unseren Drachen vergessen, offensichtlich. Danke. Kohl, danke. Spinat. Alles eigentlich nichts, was ich haben möchte, prinzipiell. Ja, hier ist wieder nur der Bullshit. Hier gibt es uninteressanten Fisch. Ansonsten, ja, wir müssen gleich eh wieder zurück. Weil die das Café ja nicht am Laufen halten können ohne mich. Da ist auf jeden Fall ein Hühnchen, aber das interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Ich kann hier noch das ganze Zeug mitnehmen. Stimmt, wir waren auch bei Salz, glaube ich, nur noch bei 40 oder so. 40 Einheiten. Da könnten wir gerne mal wieder auftanken. Oh Leute, hier gibt es Ketchup. Seit wann gibt es hier Ketchup und Pepper? Das ist mir neu tatsächlich. Sogar sehr neu. Und da kann ich noch was wegmähen. Komm, dann möchte ich auch mit hier. Ja, danke. Cool, ja gut. Eigentlich würde ich den dafür nicht streichen. Aber ich würde da gerne hoch. Das sind so viele Rezepte, die ich haben möchte. Ich will diese Rezepte haben. Es kann doch nicht so schwer sein. So, egal, wir gehen wieder zurück. Also... Rechts gibt es auf jeden Fall schon mal nichts mehr Interessantes, rechts lang. Bleibt weiterhin interessant, bis wir da weitere Anhaltspunkte haben. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir wenigstens da schon mal unser neues Rezept. Das gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier Leute einkehren. Es ist 12 Uhr, da kommen sie. Die wissen, wann man ist. So, Bestellung aufgenommen, gar kein Problem. Oh, ist auch da. Das mache ich auch mal eben kurz. Die kann jemand anders bedienen, habe ich jetzt keine Lust drauf. Ratatouille bestellen wir, haben wir wieder offensichtlich relativ viel. Sonst... Ach so, ich kann sie ja mal fragen hier, wie sieht es aus? Okay, hat mir was mitgebracht. Okay, sie hat mir nichts mitgebracht. Das finde ich frech. Aber what the fuck, wieso haben wir so wenig Kunden heute? Echt wenig Kunden. Also wir sind ja echt... Also... Zwei. Haben wir alle vergrault? Ich weiß es nicht. Dann kann ich eben das Rezept restoren. Wiederherstellen. Restaurieren, wie auch immer. Okay, nur ein Stück. Der ist spannter hier wieder bei Mutter. Ja, der ist wieder... Der, naja... Chili con carne, Junge. Das hört sich gut an. Aber wir haben, glaube ich, nichts, was Chili... was Chili entsprechen würde, oder? Und vor allem haben wir auch kein Hackfleisch. Lol, es passiert was. Hilfe. DVK... Warum reinigst du meinen Raum? Ah, ich...
Also, ach klar, ja, okay, mal weiter. Dafür. Ja, den habe ich da gefunden, ne? Hä? Der war im Müll. Ja, es ist ein Zauberstab. Und nein, ich habe ihn nicht fallen gelassen. Ich habe ihn rausgeworfen. Warum scheißt du mich jetzt so komisch an? Ich möchte ihn nicht haben. Jetzt mach mal schnell und geh mir aus den Augen, hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber. Gehst mir so auf die Nerven. Du verstehst die, das wichtigste Sache nicht, Mensch. Ich möchte ihn nicht. Hast du nicht zugesehen? Nichts ist passiert, als ich ihn umhergeschwungen habe. Ich habe sogar verschiedene Zaubersprüche benutzt. Das ist nur ein dreckiges Stück Holz. Verstehst du nicht? Aber es, für mich sieht es wunderbar aus, ja? Rede nicht mit mir, als ob du überhaupt irgendwas verstehen würdest. Du weißt überhaupt nicht, was es wirklich wert ist. Egal. Wenn du es haben willst, kannst du ihn haben. Lila Zauberstab. Können ihn aufbewahren noch. Okay. Alles klar, hätten wir das ja erledigt, offensichtlich. Ich wollte eigentlich was kochen, glaube ich. Ja, komm aus dem Weg. Was soll das hier? Hält mich auf. Mann. So, ich wollte was kochen. Beziehungsweise ich wollte gucken, was das Rezept für Sachen benötigt. Chili con carne. Dafür brauchen wir Kitten. Ja, okay, das haben wir tatsächlich sogar. Die weiß ich auch, wo ich hier die herbekomme. Hoffe ich. Das wird geil. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache da dann Zucker dazu, Salz, weil das, davon haben wir genug. Würde ich jetzt einfach spontan behaupten. Oh fuck. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, tatsächlich, aber ich möchte mich dazu nicht äußern. Wie viele Sterne hat es? Das hat exakt 4 Sterne, auch auf nur. Ja, okay, das heißt eigentlich, kann ich auch das Ratatouille wieder in den Müll schmeißen. Aber sie isst das so gerne, die bestellt das irgendwie immer. Deswegen würde ich sagen, tauschen wir dieses aus hier mit dem da. So. Perfekt. Aber ich würde es auch behaupten, dass insbesondere Salz wichtig ist, weil ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, ob wir da jetzt Salz oder Ketchup für benutzen, weil es hat ja an den Dingens nichts verändert. Lohnt es sich jetzt tatsächlich nochmal rauszugehen? Das ist die viel bessere Frage. Aber ich glaube, unser Drache möchte was essen und dem werden wir jetzt erstmal Chili con Carne geben. Da hat er danach Dünnpfiff. Naja. So, Tisch. Nun, wir haben auch relativ viel sogar. Hier, Chili con carne, Kollege. Wie ist es? Sehr gut. Gefällt mir. So, einmal, zweimal, passt. Nein, scheiße, ich wollte es ernten. Wir kriegen alles tatsächlich. Das ist schon mal sehr gut. Auch eine Kidneybohne. Das ist natürlich jetzt nicht ausreichend für irgendwas, aber Umständen entsprechend, ohne dass ich jetzt irgendwo hingehen muss, ist das vollkommen okay. Das ist quasi die, die ich gerade verbraucht habe. Und ich kann jetzt eh nicht mehr so weit laufen. Das heißt, ich fahre mir jetzt eben noch kurz das Zeug hier weg. Auch wenn das hier nur Karotten sind. Stimmt, aber ich könnte Zucker, Salz wären auch eine Option. Und das hier wegmachen wäre auch eine Option. So. Shiny Spinat. Orange. Also wir können tatsächlich was mit Orangen machen, habe ich so das Gefühl. Zucker, Zucker, Zucker. Wie wär's mit Salz? Okay. Sugar only offensichtlich.
Jetzt weiß ich auch, warum die Lebensmittelindustrie so viel Zucker verarbeitet. Ist offensichtlich häufiger als Salz vorhanden. Salz, da haben wir Zucker. Salz, Zucker. Naja, gut, zweimal Salz immerhin. Schon mal etwas wieder. Wie sieht es hiermit aus? Ja, die Hühner brauche ich nicht mehr hier. Sinnlos hoch 20, würde ich sagen. Wir gehen mal wieder zurück. Und schauen uns da noch ein bisschen um. Kriegst du mir noch ein Rezept? Nee. Lol. Ja, doch. Muffinrezept. Das würde ich gerne mal probieren. Muffin. Was brauchen wir dafür? Brauchen wir. Und eine Frucht. Ja, ich würde sagen, dafür haben wir natürlich ein paar Orangen, viele. Wir können aber auch Litschis benutzen. Litschis. Litschis meine ich natürlich. Aber ich frage mich gerade, ob das einen Unterschied macht, ob ich. Nee, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es macht wahrscheinlich nur diesen Plusgrad anders. Aber ich würde gerne die. Or also rein wegen Dings würde ich gerne die Orangen benutzen. Ja, ich mache das Gericht. Das waren 5 Sterne, oder? Oder 5 Kochhüte. Supreme Muffin. Okay. Wie sieht es aus? Was haben wir noch irgendwie was Unterwältigendes als Gericht? Mittlerweile haben wir tatsächlich relativ viel 4 Sterne. Sogar 4,5 Sterne insbesondere. Das einzige Schlechte, was wir haben, ist Ratatouille. Also wenn, das würde ich jetzt sonst auch austauschen. Je nachdem, wie gut unser Muffin ist. 4, ja, nehmen wir. Ganz einfach. Sind wir halt bei 4,5. Also je besser die Gerichte werden, desto oder je später wir das Gericht bekommen, desto besser ist es quasi auch. Offenbar. Weil ich meine, ich habe jetzt auch keine krassen Zutaten verarbeitet oder so. So, platzieren wir mal die Bestellung. Und das Backmehl und die Orangen kriegen wir auch quasi nachgeworfen. Aber Orange und was wir haben quasi einen Orangenmuffin. Mal gut. Wenn man es mag, ne? Leute, einen neuen Gast. Das ist aber speziell hier. Okay, wir haben tatsächlich jetzt aber ganz relativ mehr prinzipiell mehr Gäste. Ja, macht das mal weg da. Das nächste. So. Ah, ist ein Gast mehr als sonst. Es steigt. Ja, alles gut. Ich mach das schon. Was hat er bestellt? Das interessiert mich jetzt mal eben. Lol, aber gibt mir nichts. Finde ich ja frech. Ja. Ja, aber er ist jetzt Chili con Carne, ja. Was ist mit ihm los? Nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hier, oder was? So, das sollte es gewesen sein, von wegen Kundschaft und so für den Tag. Deswegen, aber wir haben einen neuen Gast da bekommen, den neue komisch aussehende Person. Komische Hautfarbe. So. Wir gehen jetzt wieder nach links hinten, eben um die Sachen noch wieder zu holen, die üblichen. Für Rezepte und so ein Quatsch. Ich möchte ja nicht, dass mir das Zeug ausgeht, insbesondere die, wenn ich jetzt als Rezept auch Chili con Carne anbiete, wo wir auch die Zutaten dafür brauchen, wäre das wahrscheinlich ganz optimal. Gut, ich nehme das hier noch mit. Okay, das brauche ich eigentlich nicht. Was habe ich hier? Oh, einen wütenden. Darf ich springen? Danke. So. Einmal hier hoch. Hier gibt es eh wieder nur Radieschen, alles langweilig. Und vor allem Zwiebeln. Hier gibt es doch, glaube ich, sowieso nur Sellerie. Aber den Sellerie nehme ich mit. Weil der ist ganz gut. Was
Was haben wir hier eigentlich? Eine Orange, ja, uninteressant. So, und einmal nach da oben bitte. Dass wir da mal oben hinlaufen müssen. Ich weiß nicht, gibt es da nicht vielleicht auch einen anderen Weg hin? Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden halt, ne? Mal die Sellerie weg hier. Oder. Ich denke mal, jetzt haben wir auch erstmal tatsächlich genug Sellerie. Wir können dann halt so seltene Gerichte kochen oder so. Aber da habe ich den Sinn auch noch nicht gesehen drin. Und solange ich die nicht brauche, will ich die Zutaten jetzt auch nicht unbedingt verschwenden eben. Wir haben ja auch unendlich Platz im Lager, aber hier kriege ich eine Kartoffel. Wenn ich die mal woanders herkriegen würde, die Kartoffel, das wäre optimal eigentlich. Das Problem ist Freshwood Irma Shroom, okay. Jetzt wird's abgehoben. So, ja, wie sieht's aus? Okay, nur. Naja. Bisschen frech, muss ich sagen, hier die Kundschaft wieder. Ein bisschen überheblich, offensichtlich. Ansonsten, wo gehen wir jetzt lang? Wir gehen am besten. Werde ich dann noch hier das Zeug mitnehmen direkt? Also die Cremesoße oder die Creme Fraiche, keine Ahnung, was das ist. Oder auch Currypulver meinetwegen. Da haben wir die beiden wieder. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, was wir jetzt an Gerichten verbraucht haben. Davon. Und da ich ja auch ein bisschen expandieren möchte, haben wir hier noch mehr davon. Aber auch Schokoladensirup. Schokoladensirup ist eigentlich auch ein geil. Achso, hier komme ich nicht mehr zurück. Egal, hier komme ich runter. Hante für mich. Drache, Hante. Hier eine Schulter, ganz geil. Fleisch. Hante, töte ihn. Massakriert. Ich finde immer gut, dass die schon ihr quasi, ne, hier, den Knochen im Arsch stecken haben. Das ist auch interessant. Aber egal. So, hier, wie sieht's hiermit aus? Die Litchis nehmen wir mit. Und noch eine andere Frucht und eine Rare Litchi. Da ist doch wieder uninteressant, prinzipiell. Ja, aber sonst haben wir halt auch nicht mehr jetzt zum Sehen da. Ne? Also, zum Sehen. Mein Gott. Hier ist nichts. Hier wird so langsam alles leer gelootet von uns. Hier kann ich halt noch runter, ne? Aber hier ist auch nur eine Karotte. Puh. Schon bitter. So, okay, dann noch hier. Und davon haben wir eigentlich auch viel zu viel schon. Was gibt uns die hier? Gar nichts, weil es da oben im das behindert manchmal dieses Game. Egal. Ich wollte hier hoch und dann wollte ich wahrscheinlich auch speichern. Ja, hier ist jetzt Krieg. Aber hier komme ich tatsächlich nicht. Oh, lol, hat mir das Fleisch gebracht. Danke. Aber gut. Dann gehen wir wieder zurück. Returnen wir ins Café. Und ich würde sagen, dann speichern wir wieder hier. Dann kommen wir wieder auf die 20 Minuten pro Folge. Und dann würde ich sagen, falls jetzt hier nichts passiert, bis morgen.